Welcome! Schönen guten Morgen aus Calais, Dienstag früh um 5 Uhr. Wir haben hier gerade aufgesattelt und ja, wir sind kurz davor, wieder mal auf die Insel zu fahren. Ich zeige euch mal kurz, welchen Auftrag wir hier angenommen haben. Wir sind unterwegs mit unserem MAN F2000. Und der Auftrag ist 19 Tonnen Schwefelsäure nach Portsmouth zu transportieren, mal wieder zu Eddie's Dobbart. Eddie's Dobbart heißt, dass uns am Ziel eine sehr enge Einfahrt erwarten wird. Und das ist dann immer schon eine Herausforderung, überhaupt da durch diese Einfahrt durchzumanövrieren mit dem Truck. Da müssen wir dann mal schauen, wie das dann vor Ort da aussieht. Schon mal so als kleinen Vorgeschmack. Ja, wie ihr hört, habe ich jetzt auch mal beim ETS beschlossen, ein paar Worte zu meinen, oder sehr viele Worte, wie sich das herausgestellt hat, zu meinen Videos zu sagen. Und ja, es ist beim ETS so, wer meine Videos verfolgt hat, wisst ihr, dass ich noch auf der Version 1.48.2 fahre hier aus dem schlichten Grund, dass ich mir gerade eine, bevor diese 1.48.5 dann und der neue DLC rauskam, mir gerade meine Map-Kombo schön zusammengebastelt hatte und ich keine Lust hatte, das 3 Wochen später gleich die ganze Arbeit nochmal zu machen. Deswegen warte ich damit jetzt, bis die 1.49 kommt, was ja, wenn man sich die Tatsache anschaut, dass gerade die Open Beta läuft bzw. veröffentlicht wurde, nicht mehr sehr lange dauern kann. Und auch für den ATS wurde ja bereits für den 30.09. jetzt dieser neue Kansas DLC angekündigt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer neuen Version 1.49 einhergehen wird. Also zumindest ist das so nach allen Erfahrungen, was ich so von den alten Hasen gehört habe, wird das wohl der Fall sein. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, dass ich da jetzt großartig mitreden könnte. Also, wie ihr seht, wir fahren hier mit unserem hübschen, etwas altmodischen, in die Jahre gekommenen MAN F2000. Aber er hat auch seinen Charme und wir fahren für Bernhard Schütte in Oldenburg. Ist ein aus einem Skin-Paket, was ich mir installiert habe, speziell für diesen Truck. Und ja, ich denke, wir fahren jetzt einfach mal los und alles andere findet sich dann schon während der Fahrt. Route calculated. You may now follow the calculated route. Und los geht's. Wollen wir nicht gleich gegen den ersten Pfosten fahren, der uns hier im Weg steht? Ich finde, das sieht schick aus, der MAN. Wir sind hier übrigens bei BASF in Calais und werden jetzt dann gleich in Richtung, mal sehen, wo es uns hinbringt, entweder in Richtung Fähre oder Eurotunnel fahren. We will see. Auch zuversichtlich hier. Da fahren wir einfach mal durch.
mal rund um den Kreisel herum. Immerhin haben wir schönes Wetter, mal schauen, was uns auf der Insel erwartet. Aber ich muss gestehen, ich habe ja die Regenwahrscheinlichkeit sehr weit runtergedreht. Ich glaube auf 5 oder 6% oder sowas. Von daher ist... Keep right and then exit right. Ist es doch nicht so wahrscheinlich, dass es dann regnet. So, exit right. Dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich habe übrigens auch hier, wie gesagt, ich fahre noch auf der 1482. Jetzt sind wir auf 30 runter. Hier wird es jetzt gleich rumpeln. Das ein oder andere Problemchen gehabt. Jetzt wird es gleich rumpeln. Was ich jetzt eigentlich nach allen möglichen Tests, die ich gemacht habe, auf die Spielversion zurückführen muss, leider, wo auch immer das jetzt auf einmal herkommt. Ich habe seit ein paar Wochen permanent Probleme mit starken Rucklern, beziehungsweise mit vielen Rucklern, gar keine starken Ruckler, aber vielen Mikro-Rucklern, wenn ich eigene Auflieger verwende. Und hier holpert es wieder, meine Güte. Ich habe alles Mögliche getestet und es kann eigentlich nur an der Spielversion liegen. Ich habe alle Mods rausgeworfen, die auch nur andeutungsweise damit zu tun haben können. Alle Truck-Mods, alle Trailer-Mods, testweise alles rausgeworfen, wieder rein, und hat alles nichts geholfen mit. Sobald ich eigene Trailer verwende hier, eigene Auflieger verwende, dann habe ich hier permanent Mikroruckler, und das macht dann keinen so fürchterlich großen Spaß. Hier muss man sehr aufpassen, hier fahren einem die Kollegen mit ihren Trucks sehr gerne an die Karre. Wenn da einer im Weg ist, interessiert sie das jetzt nicht so wirklich. Habe ich hier schon häufig erlebt, dass man hier auf diesem Hafengelände, wenn man auf die Fähre fährt, ja, einer in den Trailer oder sonst wohin gerauscht ist. Versuchen einen dann auch hier in dieser scharfen Kurve zu überholen, und das ist ich. Jetzt haben wir schon wieder hier vorne einen kleinen Clinch. Das wäre jetzt so eine Situation, wo sie dann versuchen, hier innen durchzufahren. Durchfahren kann man auch nicht, so wie es aussieht. Hier geht erstmal gar nichts weiter. Irgendwo hängt es da ganz vorne. Oh. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, stehe ich wahrscheinlich in 2 Jahren noch hier. Und alle rund um mich rum sind verhungert. Jetzt habe ich noch einen Frosch im Hals. Ich glaube, hier haben wir wieder nur eine Möglichkeit. Nämlich diese Kollegen alle weg zu befördern. So, geht's jetzt auch weiter. Ja, ist immer ein bisschen blöd, wenn man hier mit der Konsole eingreifen muss, aber manchmal geht's einfach nicht anders. Fahren müssen.
irgendwo hier. Auf den Hafengeländen ist das immer ein bisschen schwierig, weil da hilft einem das Navi auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, hier geht's rein, oder? Calculating route. Ja. Da sind wir korrekt. Das ist der Grund, warum ich nicht diese Kanaldeckel-App verwende, die diese schönen grünen Drehsymbole da durch Kanaldeckel ersetzt, weil die sieht man von Weitem überhaupt nicht. Ich orientiere mich gern daran. Auch wenn es jetzt nicht so elegant aussieht und nicht so realistisch. Dann brechen wir mal auf nach Dover. Calculating route. So, da sind wir wieder. Gut angekommen auf der Insel. Ab jetzt müssen wir auf der falschen Seite auf der falschen Seite fahren, auf der für uns falschen Seite. Aber wie der Brite sagt, the left side is the right side. So. Hallo. Noch ein bisschen Schwung hier, diese Rampe ist extrem steil. Wir haben zwar einen kräftigen Truck und das nicht so schweres Gerät hinten dran hängen, aber ach so, ja, hier muss man jetzt mal wieder erst nach rechts schauen. Diese Ausfahrt hier ist immer jedes Mal, wenn ich hier stehe, stehe ich hier. Vor allem hängt man hier noch in der Steigung halb drin. Raus. Auch die Ambulanz nicht. Irgendwann werde ich jetzt einfach mal fahren und hoffen, dass die anhalten. Aber sie tun es nicht. Na, jetzt gibt es eine kleine Lücke. Jetzt fahren wir. Jetzt ist Shepard Shepards. So. Größte Hürde überwunden. Verkehr hier. Was haben wir denn? Ja, 7.42 Uhr, das ist jetzt natürlich Rush Hour. Ich teste übrigens jetzt auch hier dieses Graphic Plugin von Snowy Moon. Habe jetzt mal eine andere Einstellung ausprobiert und hoffe, dass wir hier. Oh, Leute. Und hoffe, dass wir hier einigermaßen lange fahren können. Mal die Bremse anziehen. Die Karre hier ins Rollen kommt. Ja, also das ist jetzt nicht die beste Einstellung, die ich jetzt hier gewählt habe, sondern so ein Zwischending. Und ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen länger funktioniert, bevor der Grafikspeicher so voll ist, dass es hier dann zu massiven Drops kommt. Man sieht, dass es da in der Ferne schon ein bisschen flimmert, aber es ist bei weitem nicht so stark als wie mit den Standardeinstellungen. Aber wir müssen jetzt halt mal sehen. Das ist jetzt alles noch Testphase hier bei mir. Kreisverkehrtraining hat man immer auf der Insel.
Ich sag gerne, das ist Roundabout Country hier. Als ich zum ersten Mal auf der Insel war, bin ich mit der Fähre von Nijmegen, also Amsterdam, nach Newcastle upon Tyne gefahren. Das ist relativ weit im Norden, weil ich nach Schottland wollte. Und wenn man da von der Fähre kommt, gefühlt auf den ersten 2 Meilen 10 Kreisverkehre. Und da hat man dann schon mal gleich die Übung, wie man in England im Kreisverkehr zu fahren hat. Aber grundsätzlich ist das alles kein Problem. Ich hatte beim ersten Mal richtig Manschetten vor der Linksfahrerei, muss ich sagen, obwohl ich ein sehr erfahrener Autofahrer bin. Aber Linksverkehr war für mich völlig neu damals. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran und ich habe sehr, sehr selten Probleme gehabt. Und ich war mit meinem eigenen Fahrzeug, wie gesagt, da, weil ich mit der Fähre rüber bin. Und hat seine Vor- und Nachteile, wenn man mit einem Linkslenker im Linksverkehr fährt. Aber gut ist, dass eigentlich sehr rücksichtsvoll gefahren wird, viel, viel weniger aggressiv als in unseren Breiten hier. Und wenn die Leutchen da ein Nummernschild vom Kontinent sehen, sind sie da auch schon ein bisschen ja, großzügiger in der Auslegung. Aber ich habe ganz selten mal Probleme gehabt. Ich erinnere mich an eine schöne Situation, als ich in ein Parkhaus reingefahren bin. Da sind natürlich dann auch die Automaten für die Parktickets auf der anderen Seite. Und da ich keinen Beifahrer hatte, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als an der Schranke auszusteigen, ums Auto rumzulaufen und das Ticket zu holen. Und hinter mir stand dann einer, ich habe den angeschaut, habe gelacht und die Schultern gezuckt, der hat dann auch gelacht. Und so kann man sich dann halt auch gut verständigen. In Deutschland wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass der da wild gestikulierend mich aufgefordert hätte, mich doch ein bisschen zu beeilen. Ein bisschen schneller können wir schon fahren. Ich bleibe jetzt hier mal auch auf der mittleren Spur. Auf beiden Seiten an mir vorbeirauschen. Am Anfang fahre ich hier dann lieber ein bisschen langsamer, bis ich mich mal wieder an den Linksverkehr gewöhnt habe. Was machen die Jungs da vorne? Genau deswegen, weil die Auffahrten von links sind natürlich dann erstmal ungewohnt. Und jetzt geht's hier wieder los mit Zicke-Zacke. Hallo PostNord. Wenn du schon rausfährst, dann gib auch Gas, Junge. Aber wie gesagt, also wer noch nie auf der Insel gewesen ist oder noch nie irgendwo Linksverkehr gefahren hat, das ist alles. Alles halb so wild, alles eine Sache der Gewohnheit. Und wenn man mal ein paar Tage zugebracht hat, dann geht das alles von selbst. Aber es ist halt auch hier immer erstmal wieder eine Umstellung und man muss sich an die einzelnen Geschichten gewöhnen. Kreisverkehr in die andere Richtung, dass man erstmal nach rechts schaut, nicht nach links und solche Geschichten eben. Ich mache jetzt dadurch, dass ich jetzt hier noch zusätzlich Geschichten erzähle, nicht noch irgendwelche Fehler hier, aber naja. Wenn es mal scheppert, scheppert es eben. Solange der Truck nicht komplett hinüber ist, können wir das verkraften. Es ist ja auch häufig so, dass an den touristischen Brennpunkten irgendwelchen berühmten Gebäuden oder so, jetzt muss ich rüber, dann häufig sogar Schilder
in verschiedenen Sprachen stehen, links fahren. Weil es sind dann doch viele Touristen vom Kontinent unterwegs, gerade auch in Schottland. Und da ist man auch darauf eingestellt, dass da Leute fahren, die nicht jeden Tag im Linksverkehr unterwegs sind. Sowas habe ich in Kontinentaleuropa noch nie gesehen, dass da auf rechtsgelenkte Fahrzeuge in irgendeiner Form Rücksicht genommen wird. Aber es ist natürlich auch so, dass deutlich weniger Briten auf dem Kontinent Urlaub machen als Kontinentale auf den Inseln. Das ist natürlich auch klar. Die Briten fliegen dann eher irgendwo hin, als dass sie mit dem Auto da durch die Gegend donnern. Wie gesagt, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man mit einem Linkslenker im Linksverkehr fährt, hat man teilweise ein Übersichtsproblem. Fängt an, wenn man irgendwo hinter einem LKW auf der Landstraße herfährt, den überholen zu wollen, ist dann schwierig, weil man sitzt eben links und man müsste den rechts überholen und man kann nicht sehen, oder sehr viel schlechter sehen, ob irgendwas entgegenkommt dann. So, jetzt wollen wir ein bisschen aufpassen hier. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen langsamer fahren. Keep left, also hier raus. Da geht's schon nach Portsmouth. Hoffen, dass mich hier keiner versucht zu überholen. Haben wir keine so große Last hinten hängen und der MAN ist auch recht kräftig mit 600 PS, da passt das schon. Jetzt müssen wir nach rechts. Ich habe ja auch schon bei den Touren im ATS gesagt, dass ich eigentlich gern diese alten Truck-Mods fahre. Hat irgendwie was. So dieses Retro-Design, wie man so schön sagt heutzutage. Na, jetzt hatte ich gerade einen Frame-Drop. Mal schauen, ob wir hier noch bis ans Ziel kommen, bevor hier Größeres passiert. Ja, wie gesagt, ich fahre eben gerne diese Truck-Mods. Mir macht das einfach Spaß, auch die verschiedensten Trucks mal zu fahren. Verhalten sich alle ein bisschen unterschiedlich, die Instrumente sind immer ein bisschen anders und das ganze Fahrverhalten ist oft unterschiedlich, die Geräuschkulisse ist unterschiedlich. Ich finde es schön, nicht immer mit demselben Truck durch die Gegend zu fahren, aber das muss eben jeder so machen, wie es ihm am meisten Spaß macht. Der gute Daniel W., ich weiß, viele von euch werden den vielleicht kennen, fährt ja eigentlich grundsätzlich nur mit einem Truck, in dem er, wie ihr sagt, so schön festgewachsen ist. Das ist übrigens bei Daniel, solltet ihr mal reinschauen, falls ihr das nicht kennt. Daniel W. suchen, ich kann es euch auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Jeden Donnerstag gibt es einen Livestream mit, ist quasi so der ETS, ATS Trucker Stammtisch. Und macht richtig Spaß, die Leute sind echt nett. Und man kann sich da austauschen, Scherzchen machen, bisschen dummes Zeug reden und den Daniel beim Truckfahren zuschauen. Der immer behauptet, er kann das nicht.
obwohl es eigentlich ziemlich gut kann, zumindest besser als ich. Also ich könnte nicht gleichzeitig hier fahren und Chat lesen. Ich merke ja schon, dass ich jetzt über viele Sachen jetzt vergesse, wie zum Beispiel diese schönen Außenansichten, nur weil ich hier jetzt rede. Ist ja gar nicht mehr so weit. Da vergeht die Zeit wie im Fluge. Und was ich auch wieder vergessen habe, muss ich jetzt gleich mal nachholen. Ist ein hübsches Foto für mein YouTube. Ja, jetzt wollte ich nach rechts. Das ist dann so das, was beim Abbiegen passiert ist manchmal. Dass man dann. Ja, ist ja gut. Dass man dann versucht sich rechts einzuordnen. Glücklicherweise waren jetzt hier die Pfeile in die richtige Richtung. Ja, das sind so ein bisschen die neuralgischen Punkte, wenn man irgendwo abbiegt oder rausfährt aus einer Ausfahrt oder so und sich dann darauf konzentriert zu schauen, dass man eine freie Bahn hat oder sowas, dass nichts kommt. Und dann kommen die Automatismen, die man von zu Hause gewöhnt ist, und man ordnet sich auf der falschen Seite ein. Ist mir auch im Real Life so zwei oder dreimal passiert. Aber im Großen und Ganzen, das passiert einem dann, wenn die erste Phase vorbei ist, wo man hochkonzentriert fährt. Wenn die erste Eingewöhnungsphase vorbei ist und man fährt dann ein bisschen automatisierter. Also mir geht es zumindest so. Ich bin ja jemand, der schon seit über 40 Jahren Auto fährt. Häufig ist es so, dass ich wenn ich irgendwo hinfahre, von unterwegs, mich an fast nichts erinnere, weil ich da über Gott und die Welt nachdenke und schon alles völlig automatisiert ist, was die Fahrerei angeht. Ich denke mal, das geht vielen so. Und wenn diese Phase eintritt im Linksverkehr, das ist dann nochmal so nach ein paar Tagen die Gefahr, dass man dann da Fehler macht. Aber zum Glück ist mir da auch in der Zeit, wo ich jetzt da auf der Insel mal zugange war, nichts Gravierendes passiert. So, ich denke, was haben wir denn? Ja, wir sind jetzt gleich da. Da kommen schon Kräne. Portsmouth ist ja eine Hafenstadt. Da kommen schon die Hafenanlagen in Sicht. Nächstes Mal eine kleine Außenansicht machen. Ich muss mich da jetzt erst an diese neue Art gewöhnen, dass ich hier auch noch Geschichten erzähle. Irgendwie bin ich dann doch nicht so multitaskingfähig. Ups, ja, und eine Ampel sollte man trotzdem beachten, wenn geht. Das jetzt mal ein bisschen nach, dass ich ein paar Außenansichten nachschiebe. Und jetzt muss ich dran denken, dass es Eddie Stobart ist. Hatte ich ja schon gesagt. Der wartet gern mit, oder eigentlich ausschließlich mit sehr engen Toreinfahrten auf. Muss man dann weit ausholen, damit man gerade mit dem Truck auf diese Einfahrt zufahren kann. Hm.
Ein bisschen eng rumgefahren, da geht noch. So. Wollen wir schauen, ob der Eddie Stobart seinem Namen wieder Ehre macht hier. Ach, das ist ja dieses Mal wirklich harmlos hier. Da kommt man ja schon gerade zu der Toreinfahrt hin. Toreinfahrt ist zwar eng, wie versprochen, aber das ist dann jetzt in dem Moment nicht mehr so das große Problem, wenn man sowieso schon den Truck sowieso schon gerade ausgerichtet hat. Ja, liebe Freunde, wir sind angekommen in Portsmouth. Ja, es ist jetzt Mittag, 12 Uhr, gute Zeit, erstmal Mittagessen und dann mal schauen, dass wir einen neuen Auftrag bekommen und dann geht's wieder weiter, mal schauen, dass ich vielleicht auf der Insel bleibe und ein paar Gegenden noch fahren kann, wo ich noch nicht gewesen bin. In Südwestengland war ich zum Beispiel noch nicht, also Cornwall, da die Ecke, Wales ist auch immer sehr nett und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich begleitet habt und würde mich freuen, euch wiederzusehen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, auch wenn ihr nur zwei Daumen habt, aber die wachsen immer nach, das ist kein Problem, habe ich schon festgestellt. Und ja, ich freue mich natürlich über jedes Abo und über jeden Kommentar, vor allem über Feedback, ob das, was ich jetzt hier tue, okay ist oder nicht. Ich möchte jetzt hier da nicht irgendwelche Lobhudeleien provozieren, sondern es geht mir schlicht und ergreifend darum, mich zu verbessern und zu wissen, okay, das, was ich hier mache, funktioniert oder funktioniert nicht. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mike.